Sehr geehrte Damen, können Sie mir den Weg nach Köthen zeigen? Sie wollen wirklich zum Kuhkaff Köthen? Es gibt doch noch viel schönere Orte. Aber gut, das ist Ihnen überlassen. Da vorne an der großen Eiche links und dann immer der Nase nach. Danke, aber wieso eigentlich Kuhkaff Köthen? Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich muss schnell weiter. Hallo, liebe Kuh. Kannst du mir sagen, warum Köthen auch Kuhkaff-Köthen genannt wird? Ja, also, das ist so, die Nachbarländer haben immer zu uns Kuhkaff-Köthen gesagt, weil wir hier halt noch viele alte Gebäude rumstehen haben. Du bist schon die zweite Kuh, die ich hier treffe. Wie viel gibt es eigentlich von euch? Ach, das war so. Die Huberta von Kersenbock hatte 2001 die kreative Idee, 59 farbige Kuhkunstobjekte in die Stadt zu bringen. Das lockte von Juni bis September viele Touristen nach Köthen. Und zum Sachsen-Anhalt-Tag kommen noch 10 neue Kühe dazu. Hoffentlich ist da einer für mich dabei. Warum seid ihr denn alle so verschiedenfarbig? Also, stell dir das so vor. McDonald's möchte jetzt eine eigene Kuh und die halt gestalten. Dann müssen die zum Bürgermeister oder so gehen und den fragen, ob die eine Kuh kaufen und bemalen dürfen. Verstehst du? Danke, dass du mir die Frage beantwortet hast. Ich begebe mich nun weiter auf die Reise. Nur noch ein letztes Foto. Tschüss!